Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Fallout 4. Immer noch in Diamond City, denn mir ist noch eingefallen, wir haben ja hier noch auch ein paar Kräuter für den Chem-Dandler. Könnten wir eigentlich noch abgeben. Solomon, hast du den Farn gefunden? Dürfte leicht zu sehen sein. Ja. Ich habe die Pflanze gefunden. Hier, bitte. Also gut, hier deine Bezahlung und ein paar Proben aus der Apotheke. Aber nicht alles auf einmal nehmen. Immer in Maßen. Ich will ja nicht nerven, aber ich habe hier einen Laden zu führen. Vielleicht später. Ich überlege es mir mal. Schon okay. So, jetzt geht's aber los, denn wir wollten uns ja auf die Suche nach Valentine machen. Erstmal killen wir den anderen Auftrag hier raus. Dann schauen wir, welcher Ort hier in der Nähe ist vielleicht. Diamond City, da müssten wir hier außen rum laufen. Entweder hier unten oder hier oben. Ich reiß mal zu Backstreet Appeal. Liegt ein bisschen näher als die Bahn, glaube ich. Was ist das? Injektor. Selbstgemachte Waffe, die mit Chem-Wirkstoffen gefüllte Spritzen auf andere schießt. Okay. Hört sich interessant an. So. Nochmal ein Raketenwerfer? Ach nö, ist Mist. Hey. Nee. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Überladen? Habe ich das Zeug noch gar nicht weg dran? Okay. Dann müssen wir wohl leider. Alter, hier ist echt, das Zeug ist schon gerespawnt. Okay. Trish liegt hier noch ein bisschen im Dreck rum, okay. Denn nach einiger Zeit respawnen hier die Gegenstände. Okay, wir müssen jetzt leider aber nochmal. Ja, nochmal ganz schnell hier zurück nach Sanctuary. Das Zeug loswerden. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich das alles. Nee, Schmarrn, stimmt. Ich habe ja letztes Mal, bevor wir die Aufträge zurückgegeben haben, habe ich noch die restlichen Items aus dem Westtunnel geholt. Ah ja, das ist jetzt nicht so ein Riesen-Act. So, schauen wir kurz hier rein. Zack, weg mit dem Rotz. Hier rein und wir haben jetzt, wenn ich das wirklich gerade gesehen habe, zwei Raketenwerfer. Genau, den wollte ich eigentlich noch aufsetzen, den Metallhelm. Befürchte zwar, dass der scheiße aussieht, aber. Nope. Hey, Lady, Sie wissen ja. Einmal bitte den Raketenwerfer her. Mein Rücken tut weh. Genau, diesen hier und zwar oft poliert. Das hat der Cotsworth auch wieder geliebt. Der mag anscheinend, wenn ich Zeug hier aufbaue. Raketenwerfer, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Unter R. Ja, Tatsache, zwei Raketenwerfer. Was wollte ich hier noch schauen? Küstenwachenmütze. Ach, das ist so eine hässliche. Okay. Wollen wir natürlich nicht. Hier haben wir, glaube ich, auch noch was, was ich noch hier lassen könnte. Ach, der hat uns von allem hat der uns eine Probe gegeben. Aber wir sind immer noch relativ schwer, warum? Ich weiß es nicht. An dem Zeug kann es eigentlich nicht liegen. 126, nee, das ist, glaube ich. Das passt, glaube ich, soweit. Okay, Kleidung.
Zack, Metallhelm auf. Naja, ich finde eigentlich den Armeehelm geiler, aber da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Ist manchmal so ein bisschen der Nachteil. Ab und zu muss man einfach bessere Gegenstände nehmen, auch wenn sie scheiße aussehen. Alter, was ist denn das hier? Wilde Raider-Anführer, alte Power-Rüstung. Alter, das ist eine Raider-Power-Rüstung, okay. Leck mich am Arsch. Sieht aber schon irgendwie geil aus. Naja, der Helm jetzt nicht so, aber ansonsten. Das heißt aber, dass wir irgendwann die auch als Gegner haben. Alter Verwalter. Das könnte problematisch werden. Heißt aber im Umkehrschluss, dass wir die vielleicht unter unseren Nagel reißen können. So, jetzt geht's aber los. Wir laufen die Route. Oh, 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 oh. Hey, da draußen hab ich dich. Ja klar. Alter, was ist denn hier los? Und wir treffen mal wieder überhaupt nicht, oder? Immer in einem Stück. War's das? Ja. Eieiei. Das war ja ein hervorragender Anfang. Ja, wenn das schon wieder so anfängt, 100% später, ja, klar. Basie nehmen wir wieder mit. Kippen. Und hier müsste ich eigentlich auch nochmal rein. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Baseballladen. Vielleicht kriege ich da die komischen, den Baseballhandschuh und den Baseball und den Schläger, den die handsignierten Sachen da. Na, jetzt erstmal ein bisschen nach dem Valentine suchen. Ja. Wobei, mir fällt dann gerade auf. Ah, das passt schon. Da hinten ist nämlich so ein komischer Werkzeugkasten gewesen. Alter, da oben. Oh. Supermutant. Ne, ne, da habe ich gerade keine Lust drauf. Okay, hier ist auch noch mal irgendwas. Stuff, 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 stuff. Hier ist eine Power Armor Stand. Okay. Cool, eine Kirche. Yeah, wir gehen mal schnell in die Kirche. Speichern nicht vergessen. Haha, am Arsch, ganz ehrlich. Sind das alle hier? Ne. Pow. In your face. Hey, sie sind hier. Besser gelaufen als erwartet. Alter, der hat auch einen geilen Klang. Jetzt haben wir aber immer noch hinten hier den. Wow. Gefällt mir. So, passt. Was ist ein Protektron, der in die Kirche geht? Ja, cool. Ich finde die so geil.
Die Lunchboxen. Ölkanister am Protektron. Geil. Golduhr, Filzhut, ja. Was haben wir hier noch? Haufen Schrott wieder. Mei, 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 mei. Wer nie wieder nach Hause kommen hier. Aber das war ein legendärer, das heißt, da gibt's irgendwas. Lederrüstung des Safe-Knackers. Naja. Okay. Kristalldekanter. Nice. Das war's aber auch schon wieder. Ja. Kann man wieder raus. Aber geile Laserknarre. wo bin ich jetzt? Ah, okay, jetzt schaue ich in die falsche Richtung. Ah, das passt schon. Wir sind schon hier auf dem richtigen Weg, so ungefähr. Und wer? Wir sind hier nicht allein, Blue. Es gibt Ärger. Oh, 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 oh. Sonderhund. Legendärer, bissiger Mischling, okay. Oh, da hinten sind auch noch irgendwelche. Was hat der? Ein Springmesser dabei. Ja, super, ein Springmesser gegen Mutanten. Oh, okay, da. Uiuiuiui. Deine Raiderbasis. Alter. Triff doch mal. Ah, ist sowieso gleich rum. Ah, schon wieder so ein komischer Frosch im Hals hier. Okay, hier geht's noch weiter, das Ganze. Darf ich hier durch? Nee. Das war's immer noch nicht. Hast du das gehört? Da sind sie wieder. Komm, guck mein Fenster raus. Irgendwann könnte die Munition ausgehen. Wen haben wir es gezeigt? Passt, versteckt, sitzt, passt, wackelt. So. Na, dann laufen wir halt mal hier schnell mal durch hier. Okay, hier kann man nicht durchlaufen. Da gibt's nix. Eine kleine Raider-Basis. Ah, nur haufenweise Müll. Naja, zumindest etwas. Ja, sind wir hier schon wieder fertig. Können wir weiter, ja? Und hier stehen nämlich Supermutanten. Müssen wir ein bisschen außerhalb bleiben. Hier auf der Hauptstraße eher. Ja. Lady, lassen Sie mich mal kurz durch hier. Danke. So, mal nachladen. Kann man wieder speichern? Oder gehe ich jetzt da lang oder auf der Seitenstraße? Müsste eigentlich hier wieder auf die Hauptstraße irgendwo hier.
mal hier watzen. Watzen. Kann ich da irgendwie durchschießen? Nee, geht leider nicht. Verdammt. Komm, schau raus. Der mag grad nicht. Da bist du ja. Wir wussten einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Und ein legendärer Raider ist auch drin. Wow. Alter, was geht denn da alles in die Luft? Ah, scheiße. Der heilt sich hier auch noch. Und hier oben ist auch irgendwo noch was. Scheiße, okay. Da drin ist auch noch mal was. Fuck off. Okay. Da ist was. Sieht nicht freundlich aus. Deine Zeit ist abgelaufen. Hup, 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 hup. Fuck off, nein. Wo waren meine Begleitung hier? Okay, zweiter Versuch. Vielleicht nehme ich wieder meine Lasermuskete hier. Ist natürlich schade, weil ich jetzt den besonderen Schaden hier nicht habe. Hm, geschützt haben wir auch noch da drin. Ah, dann nehmen wir erst wieder die normale und dann später hier die. Hey, da draußen ist was. Die da hinten dann in der Garage, die. Da war die Lasermuskete. So, jetzt ist der da oben auch wieder da. Ah, und der nimmt Stimpaks her, oder? Boah, fuck, 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 fuck. Wow, wow, wow. Der ist doch relativ schwer. Hilfsmittel. Red Kakerlake. Gibt's damals 2 Stück.
So, lebt der unten noch? Ja, der. Ich weiß es nicht. Lady? Er sieht gut aus. Schnell speichern, genau. Wie jetzt? Was ist jetzt, Mädel? Auf die Seite. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Hier drüben. Was war das? Ich sehe dich. Okay, das Ding läuft. Ja, und ich auch langsam. Oh, Haufen Stuff. Hey. Sag einfach Bescheid. Ja. Schau dich um. Oh ja, hier, nimm doch mal. Viel zu viel Zeug. Ah, da 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 da. Es ist schön, einen Packesel zu haben. Ja, aber das war's schon wieder. Haben wir beide? Ja. Ach, da ist noch mal einer. Ein Verkäufer. Oh. Diese Wichser. Okay, dann schauen wir mal hier irgendwie, wie wir da reinkommen. Von der anderen Seite festgekettet. Na, zugekettet. Da drüben ist schon wieder was. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Wer? Es gibt Ärger. Alter, hat hier gerade. Sine. Hier, sie. Hat die hier gerade Brandsatz reingeworfen? Ja, wie geil ist denn das? Sie wirft hier mit Molotow-Cocktails rum. Ist hier was? Aha, haha, haha. Ist schon mal gut. Gut zu wissen. Ja, wie viel Uhr haben wir? Ah, es geht noch. Ein bisschen was können wir hier noch reißen. Speichern und ich glaube auch mal. Können auch mal groß. Fuck. Ich hab's nicht gesehen. was ist man? Eichhörnchen. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Ist hier noch was? Nee. Irgendwo oben. Ah ja. Sehen wir dann schon später. Metallrüstungen. Hat auch.
auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Genau, warum müssen sie sich immer wehren? Wie geil. So, machen wir hier mal die Kette weg. Oh, hier, okay, das ist der Raider Psycho. Hier, legendärer. Wow, das ist ja mal geil. Ein Lasergewehr. 50% mehr Schaden gegen Mirelurks und Insekten. Das ist sehr interessant. Aber absolut überfüllt. Da werden wir hier wieder unten einen kleinen Loot-Container voll machen und das werde ich dann später wieder wegtransportieren. Ah, da nehmen wir die große Mülltonne und da machen wir hier noch das Raider-Lager fertig. Genau, erstmal den ganzen Schrott. Das gefällt mir, dass man hier einfach irgendwo was reinlegen kann und das bleibt dann auch. So. Sehr geil. Okay. Waren das alle hier herin? Ah, da ist nix. Ah. Shenlys Oyster Bar. Dann schauen wir doch mal rein in Shenlys Oyster Bar. Mal ein bisschen Raider verprügeln. Sauberer Schnitt und schon ist der Kopf ab. Oh. Es ist so brutal, aber ja. Sind ja bloß Raider. Wir sind ja die Guten. Yeah, Hinpilz. Gibt es leider nicht wirklich was zu holen. Verdammt. Schade aber auch. Kopf vielleicht? So. Ja, das war ja relativ klein, das Häuschen. Aber das Lasergewehr ist echt geil. Schlechte Idee. Oh. Ach, da ist der, verdammt. Ja, dann machen wir es halt so. Anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Ah, okay. Okay, ja, passt ja. Er hat uns jetzt nicht so viel Scharfschützengewehr ein kleines, aber ein improvisiertes. Er hat uns ja jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Okay. Looks very good. Ah, da war doch hier. Ah, schön. Aber hier war doch irgendwo der Scharfschütze. War der nicht irgendwo ganz auf dem Dach? Ach, der war ja tot schon am Eingang liegen jetzt. Okay, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich werde, wie gesagt, nach der Folge jetzt schön's Inventar leeren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, hoffe ich, wieder. Wenn's weiter Richtung Vincent geht. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach Vincent. Er hieß doch Vincent, ich hoffe. Ja, Nick Valentine, nicht Vincent. Ja, Nick Valentine. Dann werden wir hier direkt weitermachen.
Ich hoffe. Ja, okay, es die Kirche ist bloß ein paar Meter weg. Von dem her geht es eigentlich relativ schnell, das Ganze. Dass ich eben hier das ganze Zeug wegbringe. Oh, hier ist eine ganze Sammlung. Krass. Wie gesagt, und wie gesagt, dann suchen wir weiter nach Nick Valentine. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao, macht's es gut.